Willkommen zum großen Ladescreen vom großen Preis von Baku mit epischem Schwarzbild im Hintergrund und dem Alex als Fahrer. Jetzt sehen wir die Bedingungen. Es ist im Qualifying schon mal trocken und im Rennen auch. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir werden trotzdem vergeigen. Es ist nämlich ein Stadtkurs und ja. Ich habe nicht trainiert. Und damit von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen zum großen Grand Prix von Europa, ausgetragen in Baku. Können wir starten? Jo, du kannst auf Ready gehen. Ah, so. Ja. Je nachdem, wie schnell wir rausfliegen, schauen wir mal, wie lang die Folge wird. Ich fühle den Honda-Motor. Jetzt schon. Hey, ich glaube, ich habe mich verbremst. Nicht nur du. Oh, ich habe mich doch nicht verbremst. Okay, ich habe mich verbremst, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Vielleicht bei mir. Stehendes Rad, aber... Ach du Scheiße. Kurve bekommen. Ich muss sagen, ich finde die Strecke ziemlich geil, aber sie hat ihre Tücken. Und zwar kommen die jetzt... Also die meisten 90-Grad-Kurven sind nicht ganz einfach. Der zweite Sektor ist einfach ekelhaft. Das ist der mit der Burgschikane. Genau, und die Auffahrt auf die Burg ist krass heftig. Und das hier ist auch nicht ganz koscher. Ich meine, man kann in Aserbaidschan gut pushen. Oh, der Ausgang ist richtig ekelhaft. Bist du auch fast an die Bande gekommen? Ja, übersteuert. So. Und jetzt kommt die alles an seine Stelle, ob wir rausfliegen oder nicht. Sehr viel gebremst, sehr viel Geschwindigkeit rausgenommen, aber durch. Das ist schon mal ganz okay. Und jetzt voll auf die Gerade. Boah, bin eigentlich echt saugut durchgekommen. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ja, ich war etwas langsam. Jetzt kommt dann gleich der letzte Sektor. Ich freue mich. Lass mich. Ich bin letzter. Ich habe das Gefühl, wir sind relativ... Jetzt, okay. Ich habe das Gefühl, wir waren bis dahin relativ gleich auf. Na, ich hatte beide Sektoren lila. Ich habe jetzt zweiten lila gehabt. Hä, nein, ich hatte den zweiten lila. Die Sektorzeit an sich war lila. Also ich hatte den schnellsten Sektor, aber die Gesamtzeit war noch nicht lila. Das heißt, ich müsste Pole haben. Ach du Scheiße. Ja, ich habe Pole. Verdammt, ich habe es leider im letzten Sektor... Oh Gottes Willen. Letzte Kurve vom zweiten Sektor weggeworfen. Letzter. Verdammt, das war... Ey, das ist, glaube ich, die erste Pole für mich. Scheiße. Das ist mit meiner Aufnahmesession, Alter. Ah, okay. Boah, sogar relativ gut vorne, ne? Gottes Willen. Ja, jetzt kommt aber das Rennen. Und das Blöde am Rennen ist, dass das Rennen jetzt ist. Und dass das Rennen mit einem Start beginnt. Und ich genau weiß, dass ich am Start 100% wieder abfliegen werde. Geil, ne? So. Rennstrategie lassen wir einfach mal. Wir nehmen wir da Aserbaidschan. Oh Gott, weniger oder mehr Sprit mitnehmen. Ich starte von Pole. Wir machen das jetzt lieber mal auf Nummer sicher. Ich bin auf Ready. Ja. Wir machen das jetzt auf Nummer safe. Alter, diese Gerade, ne? Oh Gott, viel zu lange gestanden. Boah, Ericsson hat den richtig guten Start. Direkt roter Frontflügel, ja, nice Bottas. Komplett rot. Können wir neu starten? Ja, ihr habt 5 Sekunden, ist Stop and Go. Technische Defekte, sorry. Oh nein, was ist da denn los? Motorschaden. Zündkerzenfehler. Fehlstart von allen außer uns. Ja. Mann! Aber der Start war eigentlich gar nicht schlecht. Es war nur Bottas an mir vorbei. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich halt direkt hinten ihn. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Du hast übrigens gewonnen bei mir. Ja, eh klar. Oh Mann. Nimm an, komm. Ja, hab ich schon. Ich wollte nur wissen, wer gewonnen hat. Ah, alter Schwede. Ja, ich bin drin. Och Mann, das mag's mit meiner WM-Führung gewesen sein, ne? Ja, kommt drauf an, wenn ich gut 16 fahre. 16 Punkte. Vettel ist nur auf 4 im Qualifying.
Ja, das heißt, er ist mindestens schon mal auf 3. Geh beim Einfahren in die wenn du den Frontflügel abkackst. Bei so vielen Autos wird bestimmt jemand versuchen, sich durch eine Lücke zu drängen, wo keine ist. Ja, danke, Jeff. Diese Person, die sich durch eine Lücke drängen will, wo keine ist, wird bestimmt ich sein. Danke, dass du mich darauf hinweist, dass das jemand machen könnte. So, diesmal LOL! Ist ein guter LOL! Start. Ich bin vorne! Wuhu! Ich hab den Start überlebt! Jetzt muss ich leider nur noch das restliche Rennen überleben. Einfach keinen Fehler machen. Einfach keinen Fehler machen, dann kann nichts passieren. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Oh, yeah. Ohne auf die Minimap zu schauen, rate wo ich bin. Sechster. Nicht ganz so gut, aber auf 10. Ja gut, okay. Ne, ich hatte schon auf die Minimap geguckt, dass du gesagt hast, guter Starter, habe ich gesehen, dass du Mittelfeld bist. Da habe ich mir gedacht, ja, ein paar Plätze würde ich schon noch gemacht haben, deswegen die 6. Hey, lila Sektor, ja Mensch. Krasse Scheiße. Ja, danke Jeff, ich weiß, dass ich einen Frontflügel abgekackt habe. Oh nein, du hast schon Flügelschaden. Ja, aber nur hellgrün. Ja gut, dann geht das noch. Auf beiden Seiten. Auf der einen Seite ein bisschen mehr hell als grün. Also fast gelb. Ja, so ein ausgebleichtes Grün. Ach so, Oliv. Ja, 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 Oliv könnte man es ganz gut beschreiben. Okay. Jetzt einfach nur die nicht trainierten Runden abspielen. Das Gute ist, in meiner Saison, die ich fahre, im Singleplayer, war das letzte Rennen, das ich gespielt habe, tatsächlich Baku. Da spiele ich aber mit 50% Rennen und ich habe mit 2 Stop gehantiert. Und bin sehr früh rein jeweils. Und hab zweimal mit einem Undercut rausgehauen. Aber das traue ich mich hier nicht, weil ich hier keine Rückblenden habe. Roter Frontflügel, weil irgendwie meine Bremse nicht gegriffen hat. Ah, nein. Ich habe gebremst wie immer. Gut, aber das Ding ist, wenn du jetzt in die Box gehst, mit Gelb kommst du durch. Ja, das weiß ich. Ich hoffe mal für dich, du bist nicht auf Gelb gestartet, weil sonst wäre das halt ziemlich kacke. Nee. Ja, sonst würde ich auf Rot durchkommen. Ja, ist aber. Wird aber haarig am Ende dann. Wird schön rutschig. Nee, wäre mir sogar lieber. Oh, verdammt. Irgendwann sind da die Bremsen nicht richtig gegriffen. Vielleicht wegen Frontflügel, dass dir ein bisschen der Grip gefehlt hat. Nee, nee. Schön vorsichtig fahren, nicht volles Rohr. Schnellste Rennrunde ist jetzt erstmal egal. Wichtig ist, keinen Flügel verlieren, ja? Wichtig ist, hier ohne Flügel gegen die Wand zu fahren. Oh, die Boxeneinfahrt ist jetzt hier auch kritisch, ne? Ja, sehr langsam rein. Ja, ist mir lieber, es abzufliegen. Ach, scheiße, Mann. Ich war so gut dabei. Du kannst auch Zweiter werden. Ja. Oh, ich hab nämlich seinen Frontflügel gesehen. Nee, das ist ja nur der erste Teil. Ah, nee, doch. Da lagen ganze rum. Allerdings in zwei Teilen verteilt. Ja, ja. Aber zu deiner Verteidigung, ich habe mich da auch gerade voll verbremst. Ja, ich weiß nicht, was es war. Ich habe ja auch fast die Wand berührt. Vielleicht ist da ein Ölteppich. Kann ja sein.
Übrigens, ich... Danke, dass ihr mir jetzt sagt, dass jetzt der S aktiviert wurde. Ja, ein bisschen Zeit hast du, bis du es brauchst. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Mutige Behauptung. Naja, ich bin da ganz riskant unterwegs. Mit der Theorie. Alter, ich hasse diesen zweiten Sektor und diesen Übergang von ersten in den zweiten. Marco, wir an und für sich eine geile Strecke, wenn zwei, drei Kurven mit wären. Die Kurven sind nicht das Problem, wenn halt daneben nicht eine Wand wäre. Ja, gut. Das ist das größere Problem. Aber das hat ein Stadt-Grand Prix meistens an sich. Ja, ja. Dass da die Auslaufzone eine Wand ist. Ja, aber ich will nur sagen, dass die Strecke an sich ohne Wand an der Stelle, an den kritischen Kurven, wäre es kein Problem. Ja. So, hier etwas früher bremsen, damit ich nicht wieder in die Wand fahre fast. Aber nicht zu früh, damit ich mir nicht innen den Frontflügel abfahre. Wo war gelb und warum war da gelb? Hat die wahrscheinlich jemand einen Reifenschaden. Safety Car jetzt wird mich umbringen. Weil jeder wechselt, oder? Ja, klar. Und ich schon gewechselt habe. Und die dadurch null Zeit verlieren. Ja, da ist irgendjemand in der Auslaufzone. Ja, Zeit würde ich jetzt nicht sagen verlieren, aber halt... Die Positionen werden halt quasi beibehalten, wenn jetzt jeder stoppt. Und das Gute... In der Kurve habe ich extremsten Bremsverlust. Ich aber auch, also da ist die... Oder Hülkenberg. Ne, Ricardo, was? Na, der hat aber auch die Scheiße mit Löffeln gefressen zurzeit. Kanada! Der steht da einfach rum, der wird disqualifiziert wahrscheinlich. Weil der einfach da rumsteht. Jetzt da draußen, ne? Also ja. Die Müllabfuhr funktioniert recht zuverlässig, obwohl ne, er steht noch. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Übrigens, Fun Fact am Rande, mein Auto ist genau 318 km/h schneller als Höchstgeschwindigkeit. Okay, oh. Da bin ich mal gespannt, was mein Auto mit Fett. Ne, auf Standard. Ich habe mir relativ wenig Benzin mitgenommen. Ich bin die ganze Zeit bei plus 0,25. Die hebe ich mir auf, wenn ich irgendwie doch noch Scheiße bauen sollte. Oh, fuck. Oh, das war knapp. Schauen wir mal, was mein Auto zustande bekommt. Wie viel hattest du? 318. 18. Mit dem Setup hier. Eigentlich ein krasses Hochgeschwindigkeits-Setup. Ich stagniere über 310. Na gut, das ist schon ein kleiner Unterschied. Wobei mit DRS könntest du auch auf 318 kommen. Ja. Stell mal vor, du hättest da jetzt noch Curse geben können, wie schnell du dann gewesen wärst. Ich habe in der Kurve extremsten Bremsverlust, das muss ich mir merken. Ja, ich auch. Ich musste auch früher bremsen. Wenn ich mit der Ideallinie bremse, bin ich fast in der Wand. Ja. Okay, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir im Baku rausfliegen und zwar beide. Ein Schwarzdreck, nur sie. Ach man, das ist immer so, wenn man schlechtes Qualifying hat, hat man auch ein schlechtes Rennen. Außer man fährt Monaco. Oder, also, oder Kanada. Da ist es wurscht, wie das Qualifying war, oder? Ja. Boxenstopp. Früher bremsen. Ja, mit früher bremsen kommst du perfekt rum. Okay, oh nein, jetzt stoppen schon richtig viele.
Und die sind jetzt alle schon am Ausgang. Verdammt. Ich werde nicht an allen vorbeikommen. Ja, doch, an vielen schon. Ja, an und vielen, aber Hamilton nicht. Hamilton war auch Zweiter. Echt? Okay, das ist jetzt vor mir. Circa eine halbe bis dreiviertel gerade. Hauptsache vor Vettel. Ja, das könntest du sogar schaffen. Vor allem, weil ich halt den Arschruf mache und jetzt durch meinen jetzigen Stop wahrscheinlich einen Doppelstop erzwingen werde. Nee, KI macht keinen Doppelstop. Naja, ich bin jetzt in der regulären Boxenrunde von Vettel, deswegen. Normalerweise nicht. Der zuerst ist, der stoppt ja zuerst. Ja, aber ich glaube, Vettel kommt rein. Echt? Ja, Vettel ist reingekommen. Okay. Nicht gut für mich. Wieso? Ja, weil ich vor Vettel sein muss. Das ist kein Problem. Vor Vettel wird kein Problem. Der fährt immer noch nicht los. Bottas ist schon los. Und dann dem ganzen anderen Schmarrn hier, die jetzt hier alle drin sind. Komm schon, Alter. Wo ist Vettel? An 3. Fährt ja, noch. Vettel ist vor mir. Ja. Na, er kommt gerade vor hinter Verstappen raus. Und schaffe es ihn in der ersten Kurve zu überholen. Ja. Fünfter. Alter. Also ich hätte ja mit viel gerechnet, aber Aserbaidschan so gut fahren, hätte ich noch nicht gesagt. Vor allem, das wird dein erster Sieg, ohne dass du das trainierst. Ja, das ist das Bittere. Also ich glaube, eine vage Bemutung. Naja, Kanada wollte ich einfach zu viel. Da wollte ich das machen, was ich mit Flo gemacht habe. Oder wie, was ich halt bei Flo geschafft habe, aber da war die KI auch auf 54 oder so. Also wesentlich langsamer. Das geht halt mit der 60er KI bei mir nicht. Dass ich da so extrem pushe. Ja, Kanada war ja voll dein Fehler. Ja, bei dir aber auch. Ja. Kanada war menschliches Versagen beider Seiten. Da war kein Feingefühl. Fragen von Ricardo, dass er zweimal die Spur gewechselt hat. Und ich dadurch so krass ausweichen musste, dass ich dann in ihn reingefahren bin. So, auf Gelb komme ich mit ganz viel Mühe auch auf 18. Also auf 318. Und länger konnte ich nicht gucken, weil ich sonst Angst habe, die Auslaufzone zu erwischen. Okay, 5 Runden noch. Mit Fett und dem ultraschnellen Setup, was ich habe, komme ich auch auf 318. Tatsächlich. So, gut, dass ich noch mal kurz auf Fett schalten kann, ne? Oh, da ist Gelb vorne gewesen. Ich habe den Bremspunkt verpasst. Aber ich habe es rechtzeitig gemerkt und bin in den Notausgang rein. Okay. Ich sehe es, du hast massig Zeit verloren. Ja. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin. Ah, da habe ich einmal nicht dran gedacht, dass das Problem ist. Einmal. Und, ja, ich musste auch mit Motorbremse arbeiten. Und schon ist es passiert. Weil ich eine normale Bremse, glaube ich, nicht mehr durchgekommen wäre. Nee, wie machst du Motorbremse? Einfach runterschalten. Wenn ich in der Geraden zu schnell dran bin, schalte ich es manuell runter. Okay, dann müsste ich mal gucken, auf welchen Knopf ich das habe. Bringt nicht viel, meistens bricht dir das Auto dabei aus, aber... Ja gut, bei mir wäre ich mir da nicht so sicher, ich habe ja volle Traktion.
Ja gut, dann wird es bei dir wahrscheinlich nicht ausbrechen. Das wäre die Hoffnung. Das Ding brauche ich trotzdem erstmal den Hebel dafür. Den Hebel? Den Hebel, ja. Hast du noch so einen Schaltknüppel in deinem Auto? Ja, ich habe ja ein Lenkrad. Aber ich habe auf den Hebel... Hat es keine Schaltwirkung? Doch, hat's, aber auf dem habe ich die Kupplung und DRS. Oh. Deswegen fallen die nicht so ganz kann man verwenden. Deine schnellste Runde? 1:47.759. Okay. Ich habe 1:47.5. Allerdings war die noch auf Rot gefahren. Ja, meine ist auf Gelb. Wundert mich jetzt nicht. Ich meine, so früh wie du auf Rot gestoppt bist, bleibt nicht viel über, deine schnellste Runde reinzuklöppeln. Vor allem nicht mit dem Frontflügel. Fahrer hinter mir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,49. Vettel ist jetzt auf 3 oder 4? 3 oder 2? 3. Gut. Sehr gut ist es. Ich muss mir angewöhnen, weißt, wenn ich durchkomme, was ich durchaus vorhab, nimmt er mir schon mal nicht die WM-Führung. Ja, aber wir werden hoffentlich wieder etwas näher an Mercedes rankommen. Vielleicht schaffst du ja noch Hamilton, das wäre natürlich richtig geil. Naja, Olivfrontflügel. Zu wenig ausgelenkt. Mein Fehler. Also das ist für mich definitiv das letzte Rennen in der Aufnahmesession. Ja, ja, klar, für mich auch. Ich merke es gerade voll. Ich bin in der durch danach. Wir können danach PUBG spielen. In Österreich möchte ich definitiv selbst auch ein paar Trainingsrunden fahren. Einfach weil es Heimrennen ist und weil ich weiß, dass du da verdammt stark bist. Ja, normalerweise bin ich in Spanien auch nicht ganz schlecht. Aber da hatte ich halt einfach dreimal in der Schikane mich gedreht. Der Alonso-Joker war mit von der Partie. Ja. Also Spanien hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass ich da aufs Podium fahren kann. Ja, ich auch. Und Kanada habe ich dich vor einer Woche schon mal geschlagen gehabt. Allerdings war da halt Wetterglück. Ja, da habe ich die falsche Strategie gehabt. Ja, oder ich einfach die richtige. Ich bin nicht reingekommen. Naja, ich hab dich halt verarscht. Du hast gemeint, ich bremse die Kurve an, aber dabei habe ich einfach nur eine Vollbremsung gelegt, damit ich meine Reifen rumstellen kann. Und du hast gemeint, ah, okay, Geli fährt noch, kann ja draußen bleiben, fährst voll in den Wall of Champions und ich fahre in die Box rein. Und dann denkst du mir so, oh shit. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich mir da noch halt einen Boxenstopp gespart habe, weil ich extra auf Gelb gestartet bin. Um das so machen zu können. Ne, auf Rot war das. Kanada ist Rot, die mittlere Mischung, ne? Ich meine, ja. Aber Hamilton ist, denke ich, drin. Dass ich den noch hole. Das wäre gut. Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt... Bottas. Okay, ich gewinne auf Bottas eine pro Runde eine Sekunde. Das Ding ist halt, wenn du einen davon überholst, kriegst du halt laufend DRS auf die anderen, weil die sind alle innerhalb einer Sekunde da. Ja, ich merk's, ich komme nur sehr, sehr schwer ran. Naja, Bottas hat halt mit Mercedes ein starkes Zugpferd. Vettel klemmt sich halt in jeder DRS-Zone mit DRS und Windschatten dahinter. Und Hamilton... Ja. Halt auch. Das Gleiche. Boah, diese Kurve! Können die den Bremspunkt nicht einmal richtig setzen? Ja, das ist die Erfahrung. Wie die erste Kurve von Japan. Ja, gut, aber da weiß man ja mittlerweile. Ja, komm, da haben sie den Bremspunkt ja mal um 20 Meilen verpasst. Oh, gelbe Flaggen. Gelbe Flaggen. Da ist einer weg von denen. Echt?
einer von denen da vorne hat ein serious problem. Und ich glaube, es ist Bottas. Glaubst du das? Wie sicher bist du dir, dass es Bottas ist? Was hast du schon wieder gemacht? Ich habe einen roten Frontflügel. Etwa zwei Runden komplett rot, komplett weg? Ja, komplett weg. Jetzt wird's spannend. Oh ja. Jetzt haben wir die Situation von Australien umgekehrt. Du vorne mit einem Problem, ich hinten nach. Ja, RIP. Ich hab halt nur unten auf der Minimum. Vergiss es, ohne Frontflügel kriegst du die Kurve nicht. Du darfst einfach gar kein Gas geben da. Ja, ich hab ja quasi kein Gas gegeben. Ich war nicht auf dem Gaspedal. Oh, verdammt. Oh, und ich habe eigentlich den Bremspunkt gehabt, aber das ist die zweite Kurve, die du etwas früher anbremsen musst. Oh, ist das scheiße! Oh Gott. Das ist bitter. Zwei Runden vor Schluss. Oh, wo bist du angefahren? In der Burg? In der Kurve vor der Burg. Da, wo halt gelb war. Ja, ich habe halt nur unten auf die Minimap gesehen und dann waren die vor mir, beziehungsweise ich habe oben rechts bei diesen blinkenden Lichtern habe ich gelbes Licht gesehen, blinken. Und es waren halt nur die drei vor mir. Jetzt dachte ich, okay, die Vettel sind langsamer, das heißt, es muss Bottas sein. Aber dass du das dann bist. Aber Vettel überholt gerade Bottas. In der Kurve war das. Da habe ich eigentlich den Bremspunkt erwischt, aber bin da, dann da trotzdem draußen, an die Wand. Ja. Oder wie? Ja. Oh Gott, orange. Oh Mann. Komm schon einmal zumindest der S. Und dann Ricardo Move in der ersten Kurve. Aber der S kann ich schon mal vergessen. Ich will ja nichts jinxen, aber Ricciardo ist draußen. Ja, aber in Real Life hat er drei Autos in der ersten Kurve überholt. Überholt man über Jahres. Nee, keine Chance gegen die da vorne. Nein, nicht wirklich. Vor allem, weil Hamilton jetzt hier Vettel noch holt. Nee. Aber wenn die sich beefen, ist dann auch ein Podium für mich drin. Ja, das ist richtig. Ich habe halt 0,01 plus. Ja, da kannst du nicht wirklich auf Fett gehen. Nee, kann ich nicht. Außer du fährst dann halt die Burgschikane auf Mager. Das Ding ist, ich muss im zweiten Sektor dranbleiben. Und das mit orange Frontflügel? Nee, das habe ich verkackt. Die Kurve hasse ich. Die ist schlimmer als alles andere. Verstappen. Alles absolut klar. Ekelhaft, aber ich habe mal eine Chance gesehen, weil der so langsam war dadurch. So, jetzt hoffen, dass er mich auf der Geraden nicht wieder, weil ich habe minus 0,1. 0,01. Was der ist. Vielleicht. Ja. Weiß nicht, wo. Ja, DRS HW. Aber gegen Vettel bringt mir das nichts mehr. War das ja schon die letzte? Nee, hab ich nicht. Weil ich hier raus, da vorne war der Messpunkt. Ah doch, ich hab's sogar. So, schauen wir nach hinten, wie Hamilton schön näher kommt. Krass. Was hast du? Immerhin. Oh, ist das bitter. Scheiße! Also Glückwunsch an dich, aber ist das bitter? Oh ja, ich glaub's dir. Lol. Wieso ist Bottas bei mir oben?
Weil Bottas gewonnen hat. Ach ja, nee, aber Hamilton ist an... Wieso ist Hamilton an 3? Nee, ich bin an 3. Ja, bei mir stehen da 2 Silbersterne, egal. Okay. Das ist mal wieder verpackt, diese Anzeige. Hey, Codemasters, bringt mein funktionierendes Spiel. Immerhin 3 Punkte nur, Vettel verloren. Rangliste. Oh, ich hab schon... 13. Mann, das war eine Save, 25 Punkte. Fick doch mein Leben. Das hat auch die Konzentration einfach nachlassen bei dir, oder? Nee, ich habe einfach vergessen, dass die Reifen etwas älter geworden sind und dementsprechend ein bisschen zu spät gebremst wahrscheinlich. Schade. Und dadurch halt die Kurve nicht mehr ganz bekommen. Aber dass halt dann instant auf beiden Seiten am Frontflügel abgeht, ist halt echt scheiße. So, ich gehe mal raus aus der Session, ne? Jo. Gut, das war's mit dem großen Preis von Aserbaidschan. Ich war mal im Heim Grand Prix. Dritter Ausfall in Folge. Ja, Österreich wird gerockt. Tschüss.